Jetzt muss ich es noch irgendwie abbinden. Abkleben, Anne. Heute geht es ums Thema Abkleben. Und da gibt es ein neues Produkt, das Elitis Performance Abklebeband, speziell für Detailer und hochwertige Autopflege. Und was an diesem Band so besonders ist, weshalb man sich dieses Band unbedingt mal anschauen sollte, das erfährst du in diesem Video. Und wenn dich Autopflege interessiert, wenn dich hochwertiges Detailing interessiert, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist. So, dieses neuartige Elitis Performance Klebeband, nehmen wir mal einen Vergleich. So schaut's aus, wenn es aus der Packung rausgeholt wird, gegen die üblichen Verdächtigen, einmal in Gelb und einmal in Blau. Auf der Lackplatte, da habe ich mir was überlegt, womit man das sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell sichtbar machen kann. Und deshalb lasst uns einfach mal rübergehen und dann zeige ich euch mal, ob dieses Elitis Performance Klebeband vielleicht für euch interessant ist. Das Ganze machen wir hier in Limburg in unserem Store bzw. Ladengeschäft für Autopflege. Natürlich könnt ihr diese Produkte auch alle online kaufen auf chemicalshark.de. So, vielleicht ganz kurz zu unserem Aufbau, den wir hier bei uns gemacht haben im Shop. Wir haben einmal die Flex PXE mit dem Detail Passion Pad in Blau. Wir haben die Politur 3D One. Wir haben diese üblichen verdächtigen Bänder und wir haben das Elitis Performance Klebeband. Diese Platte ist auf der rechten Seite unversiegelt, also unbeschichtet. Auf der linken Seite ist sie beschichtet. Wir kümmern uns aber jetzt nochmal um die unbeschichtete Seite. Tuch haben wir, Panel Vibe haben wir. Lackplatte ist entfettet worden mit Panel Vibe. Und ja, jetzt bringe ich einfach mal die Bänder auf, ob man da schon mal einen Unterschied sieht, so vom Handling. Fangen wir mal an mit dem üblichen Verdächtigen in Gelb. So, ich mache es jetzt nachher so, dass ich einfach diesen Bandrand hier stehen lasse, damit ich weiß, wo welches Band war. So, jetzt nehmen wir als zweites Band den üblichen Verdächtigen in Blau. Schon mal ein ganz anderes Handling. Das Band ist viel stärker. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, sehen wir gleich. Und dann haben wir das Elitis Performance Abklebeband, geht schon wieder ähnlich wie das Gelbe. Und jetzt legen wir das auch hier auf. So, jetzt mache ich mal den ersten Test, einfach ablösen und wieder aufkleben. Das heißt, ich nehme jetzt hier das blaue Band, ziehe das einfach mal hier ab und setze es einfach mal genau wieder da drauf. Und wir sehen, das geht relativ problemlos und komplett ohne Stress. Das Ganze machen wir mit dem Blauen. Das geht jetzt schon deutlich fester. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre jetzt zum Beispiel ein Kunststoff oder eine Gummidichtung, dann hätte ich jetzt hier mit dieser Schärfe, wie das jetzt hier abgeht, meiner Meinung nach schon Probleme. Aber wieder aufkleben geht hier auch wunderbar. Und jetzt machen wir das Gleiche mal hier. So einfach, so vom Gefühl her, ist das so, ja, ich sag mal so, Mittelmaß zwischen beiden. Das ist also für mich, wäre das jetzt hier selbst auf empfindlichen Stellen oder auf Gummidichtungen, wäre das jetzt für mich so vom Gefühl her in Ordnung. So, jetzt ärgern wir das Band mal so ein bisschen, einfach ohne Temperatur, ohne Politur. Tun wir einfach mal hier so ein bisschen in der oberen Hälfte so ein bisschen ja, einreiben. Ne? Gehen auch deutlich über den Rand drüber. So, jetzt sind wir im unteren Drittel. Das Gleiche machen wir mit dem hier. Auch so ein bisschen Druck drauf geben. Und das Gleiche machen wir mit dem jetzt hier. So, so jetzt ziehen wir die wieder alle ab. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine Trennung hier rein, damit man nachher noch weiß, wo war welches Band. So haben wir das auch hier getrennt. Und das hier trennen wir auch. Kann man sicherlich schöner, aber kommt ja hier auf den Zweck drauf an. So, jetzt haben wir das ein bisschen angezogen. Jetzt ziehe ich das auch mal hier ab. Eins, zwei und drei. So, und jetzt gucken wir mal mit der GoPro, welches Band, gib mir mal kurz, ja. Welches Band hinterlässt jetzt viele Reste, ne? So, jetzt müssen wir es richtig, haben wir es jetzt hier. So, jetzt sehen wir, hier haben wir Klebereste. Auf dem nächsten ist frei und das Elitis
ist auch frei, ne? Also das ist jetzt hier schon mal ein deutlicher Unterschied. Das heißt also, von einfachem Druck drauf geben, habe ich jetzt hier schon einen Unterschied. Was ihr auch beachten solltet, was auch ein Thema ist, weil deshalb wechsle ich jetzt mal auf die Handschuhe. Wenn ich, ziehe mir das wieder ein bisschen fest, das ganze Klebeband mit dem Handschuh händle und bleib hier auf dem hängen, sehen wir gleich. So, Handschuhe an. So, wenn ich dieses Klebeband hier mit dem Handschuh anfasse, habe ich keinen Kleberest, keinen spürbaren, mit dem hier noch weniger. Und mit diesem Klebeband, das klebt schon zumindest so ein bisschen. Ne? Jetzt gucken wir mal auf die Hände hier. Das Ganze auch mit der GoPro. Ja, da sind sie. Habe ich jetzt hier keine Reste drauf. Das ist soweit okay. Bei allen drei Klebebändern. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen polieren. Geben mal ein bisschen Druck drauf. Und ich werde auch ein bisschen Temperatur geben mit der PXE. Kleben wir, tun jetzt einfach mal in diesem Bereich hier polieren, relativ lang, und schauen wir mal, wie das Ganze dann unter Politur aussieht. So, das Pad haben wir ein bisschen gebreimt und jetzt fahren wir einfach mal hier so die Kanten ab von diesem Band. So, da haben wir ein bisschen poliert. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ziehen mal die Klebebänder ab. So, wir sehen, wir haben hier so, poliert und Klebeband abgezogen und anschließend die Politur runtergenommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, aber man sieht also deutlich hier bei diesem gelben Klebeband, da hängt noch so ein leichter Schleier drüber. Also das heißt, den kriege ich da nur weg mit den Fetter. Hier ist, da gibt es keine Rückstände und genauso bei dem Elitist-Klebeband. Ja, das war eigentlich so das, was ich euch mal darstellen wollte, was es da für Unterschiede gibt bei diesen Klebebändern. Kommen wir zum kleinen Fazit, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen. Ja, vielleicht ganz kurz zu einem kleinen Fazit. Wir haben hier diese drei Klebebänder getestet. Einfach mal aufziehen, ablösen und so weiter. Und in der Summe der Eigenschaften ist meine Meinung, dass das Elitist hier die Nase vorne hat gegenüber den zwei anderen. Das blaue Klebeband von dem üblichen Verdächtigen hier, da sieht man, das ist also deutlich schwer abzuziehen. Ich denke, da wird es bei verschiedenen anderen Materialien dann Probleme geben. Aber, muss man auch dazu sagen, komplett rückstandsfrei. Bei diesem gelben Klebeband hier, da haben wir dann leichte Rückstände. Hier bei unserem Schnelltest, wie gesagt, ohne jetzt groß Temperatur gefahren zu haben oder so. Und deshalb in der Summe der Eigenschaften, meiner Meinung nach, hier einfach nur an der Lackplatte, dieses Elitist-Klebeband vorne. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch interessant. Heute mal hier aus unserem Store in Limburg an der Lahn. Wir haben jeden Tag offen von 10 bis um 12 und von 14 bis um 17.30 Uhr beziehungsweise freitags bis um 16.30 Uhr. Bis 17 Uhr, nicht bis 17.30 Uhr. Oliver hat korrigiert.
bis 17 Uhr und freitags bis 16.30 Uhr am Samstag in diesem Monat jeden Tag bis von 10 bis um 14 Uhr. Genau. Jetzt haben wir es. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, bis bald, euer Stefan.